So schnell geht's, da sind wir schon wieder. Assassin's Creed Identity Furious Let's Play Folge 6. Brennende Seiten. Erreichen Sie den Aussichtspunkt, lassen Sie sich nicht entdecken. Ja, bin ich vor. Da unten sind ein paar Mönche. Die könnte ich zwar nutzen, aber die sind jetzt erstmal raffiniert. Oder auch nicht. Hui. Wenn man das ja überleben kann, ne? So, ja, dann nutzen wir doch mal unsere Kollegen hier. Und schauen uns mal um, wo die uns hinbringen. Also ich müsste nach rechts, Leute. Können wir so... Gehen wir zusammen? Machen wir das im Team? Oder wie läuft das jetzt? Also ich wäre soweit. Ah, wahrscheinlich, weil es keine Wachen gibt. Gibt es jetzt für mich hier auch nichts zum... Mitlaufen. Ah ja, okay, das macht Sinn. So, es sind immer noch keine Wachen in der Nähe, aber ich muss hier irgendwo hoch, oder? Hoppla. So, das wollen wir nicht. Ja, so schnell kann es gehen. Gehen wir nochmal zurück zum Animus und starten die Mission nochmal neu. Das ist ja ärgerlich. Das ist ja ärgerlich. Nicht aufgepasst. So, dann bitte nochmal. Go, go. Ja, tut mir leid, manchmal so. In das Spiel muss man einfach erstmal irgendwie warm werden oder sowas. Ist halt auch eine iOS-Portierung, das ist halt jetzt vielleicht nochmal so ein Stückchen anders als wie auf den Konsolen oder auf dem PC. Oder auf dem Mac, Entschuldigung. Wir probieren das jetzt mal. Also offiziell komme ich ja hier über dieses... Ah, und da geht er von alleine. Guck mal an. So, das haben wir. Wir nutzen den Sprung, indem wir uns hier drüber bewegen. Dann gehe ich hier rüber und gehe da hoch. Plus das hier runter. Und dann bin ich jetzt hier hoch. Ja. So. Hier ist mein Fleckerl. Suchen Sie innerhalb des grünen Bereichs nach dem Buchhalter. Ja, der wird ja wohl... gefunden. Ich behalte das Ziel im Auge, jawohl. Mal gucken, wo muss ich denn hier hin? So. Da, da, da. Ja, das Achievement habe ich damit, glaube ich, schon mal verkackerlackt. Aber nichtsdestotrotz. Verhalten die mal im Auge. Und jetzt? Wo gehst du hin, mein Freund? Okay. Aber der Counter ist ein bisschen lästig, weil der zeigt mir immer an, wie lange ich ihn nicht im Auge behalten habe anscheinend. Nee. Oder wie jetzt? Ja doch, das ist schon hier so nach dem Motto, behalten Sie ihn im Auge. Wenn du ihn aus dem Auge verlierst, geht ein Counter los. Ja, ich hab ihn doch. Mach die mal locker, mein Freund. Plündern Sie die Truhe. Na dann plündern wir mal die Truhe. Na, ich gehe mal hier runter. Kiste.
Sie haben das Geschäftshof. Es ist Zeit zu gehen. Na dann, erstmal ein bisschen unsichtbar machen. Ein bisschen aufräumen. Zack. 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 Scusi. Hallo. Sorry, ich gehe hier nur einkaufen. Also ich, das war jetzt keine Absicht. Ehrlich. So, das war's. Brennende Seiten erledigt. Na, ging ja recht zügig. Ja, das habe ich leider nicht geschafft, aber neue Hose gibt's. Ist ja auch schick. Das Ausrüsten der Gegenstände und so, vielleicht auch Fähigkeiten vergeben und sowas, das mache ich nebenbei einfach, weil da will ich euch jetzt nicht den Spaß nehmen, mir zuzugucken. Das ist manchmal einfach so ein bisschen überflüssig. Aber wenn ihr gerne die Ausrüstung sehen wollt oder ähnliches, sagt Bescheid, was ich gerade so anhabe oder so, ne? So, dann, unter der roten Sonne geht noch nicht, weil da müssen wir wieder Stufe 8 haben. Das heißt, wir erledigen einen der Aufträge und besorgen uns mal schicke Schultern. So, was geht's denn? Plündern Sie 2 Truhen. Können bewacht werden, Sie müssen zunächst die Wachen ausschalten. Das kriegen wir hin. Jedermann die Erinnerung längst verstorbener Assassinen und ihrer Blutlinie nachzuleben. Ja, das wusste ich schon. Das wussten wir schon. Wussten wir das? Ja, das wussten wir schon. So, mal kurz auf die Uhr gucken. Ja, das passt. Alles gut. So. Will ich ja nicht zu lang hier auf die Folter spannen. Was ist denn das hier? Warum kann ich hier nicht hoch? Kann ich schon? Ich kann. Aber da ist doch so ein Symbol. So, damit kann ich jetzt erstmal noch gar nichts anfangen. Aber wir gehen jetzt mal diesen Turm hier hoch. So, und hüpf, und hopp, und zack. Ah, siehst du? So, und jetzt? Was ist das hier? Ah, damit schaltet man Codex-Einträge frei. Sehr gut. So, ich würde hier wieder auf den kürzesten Weg runter. So. Ich wieder auf dem gleichen Weg runter, wie ich hoch bin? Ah. Ah. Ja, sorry. Sorry. Es tut mir leid. Manche Dinge mache ich nicht absichtlich. So, wir gehen dann mal Waffen. Mönche, 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 meine Freunde. Meine... Falsche Richtung, Leute. Was macht er denn? Jetzt? Mal gucken. Scheint sich meine Steuerung gerade verabschiedet zu haben. So, dann geht's weiter. Bist du? Ja, sehr gut, okay. Erkannt. Zack, zack. Und weiter geht's. Jawohl. Sorry, manche Dinge passieren ohne mein Zutun. Nie, Wache. Sperrgebiet. Ah, diese das hat man schon mal in der einen hier, der einen Episode. Diese Baracken haben so bescheuerte Grenzpunkte. Guten Tag. So, weiter geht's. Schauen wir uns mal das Auglade an.
Das Auglade. So. Über den Dächern. Freiheit grenzenlos. Oh, machen. Ah, die Trennung. Sehr gut. La, 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 la. So. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. So. Ich bin gänzlich unschuldig. Also manche Fallhöhen kapiere ich noch nicht so ganz. Manche sind kritisch, manche nicht. So, dann ist eine Wache, da sind wir mal ein bisschen vorsichtiger. Aha, der macht hier so einen kleinen Patrouillengang. Ah, aber verschwindet dann. Und das ist meine Zeit, in der ich was machen kann. So, mach hin, mach hin, mach hin. Mach hin, mach hin, mach hin. Mach hin, mach hin, mach hin. Alter. Brauchst du ein bisschen zu lang. Finden Sie den Weg zum Unterschlupf. Finde ich. Kein Problem. So. Was ist denn mein Unterschlupf? Hier hüpf. Tag, die Herren. Ich bin gleich da. So. Oh, Glitching. Nehmen wir gar nicht. Na, hier haben wir doch schon die Krähe entsorgt. Entsorgt. So. Und hoch mit dir. Ah, brauche ich immer. So ist gut. Ein Codex-Eintrag. Den holen wir uns noch schnell. Ha? Den holen wir uns noch fix. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Nein. Dann muss ich von außen rauf. Ah, wie komme ich da hin? Ah, so. So. Hopp. Na komm. Boah, den lassen sie sich aber verdienen hier. Ist ja nicht so, dass es immer höher wird. Hopp. Na komm. Noch einmal. Sehr gut. Oh, das war ein schicker Ausblick. Und jetzt kann man hier... Ah, hier haben wir die Krähe vorher entsorgt. Seht ihr? Mmh, das ist doch schön. Mmh. Cool. Gefällt. Ah, und hier gibt es eine Abkürzung. Guck mal an. Ja, halt auch nicht. Ja, dann. Was geht's hier runter? Ja, hier ist schon das Gitter zu gehen. Auch nicht. Also runter geht immer nur mit Springen anscheinend. Auch nichts können wir aber auch, ne? Springen ist jetzt nicht so ein Problem von uns. Ja, entschuldigt bitte die etwas hackelige Steuerung. Na, wie soll ich denn da jetzt? Das lässt er mich gar nicht machen, ne? Das lässt er mich jetzt nicht machen. Können wir wieder hier hoch? Ah, das ist ärgerlich. Das müsste man doch irgendwie abkürzen können oder so, oder? Warum kann ich denn das jetzt nicht abkürzen? Tatsächlich, ich komme jetzt nicht mehr hier runter, oder was ist jetzt? Diesen doofen Steg hier. So. Komm ich denn da wenigstens rüber? Ah, okay, das klappt. Mit Schmerzen verbunden, aber wir sind ja Schmerzen gewöhnt. Nein, da will ich nicht, auf gar keinen Fall will ich da mehr hin.
So. Mach ich auch nicht hoch. So, ich komme wieder runter. Muss ich hier hoch. Und ein Täubchen. Na komm. So. Mir geht's aber gar nicht gut. Aber damit haben wir es geschafft. Na, sehr schön. Hui. Was ist denn das Schickes? Mal angucken danach. So. Reicht das jetzt? Nee, ich brauche Stufe 8, seht ihr? Okay, dann holen wir noch einen Attentatsauftrag noch nach. Und dann kriegen wir das. So, der Attentatsauftrag. Um sich von dem Ziel, die Eche könnte es am einfachsten sein. Da könnte er recht haben. Ein Ziel muss ich töten, aber der wird mir es nicht leicht machen. Vielleicht auch doch, vielleicht geht's ja schnell. Could be. So. Sie können Kampagnenmissionen spielen, um neue Schauplätze freizuschalten. Das ist aber nett. Weiter geht's. Wo ist mein Ziel? Wir gehen mal mit denen hier mit. Das macht am wenigsten Stress einfach. Abhängig davon, wo die jetzt hinlaufen. Im Moment noch sind sie in meinem Sinn unterwegs. Okay. Mein Ziel scheint sich auch zu bewegen. Täuscht mich das? Der Kollege ist es. Ja, das war klar. Das wollt ihr doch nicht wirklich. Das wollt ihr doch nicht wirklich, Jungs. So. Wo sind meine Konkubinen? Wo sind meine Mönche? Ja, ja, alles gut. Sorry dafür. Oh. Oh. Dag. Ah. Komm, komm hier. Sehr gut. So. Haben wir das auch. Was war das? Töten Sie ein Ziel. Stufe 8. Juhu. Zum Animus-Zeug. So, und damit mache ich im Hintergrund mal so ein bisschen ein paar Aufwertungen. Verkaufe ein bisschen Zeug, lege mir neue Rüstung an. Und beim nächsten Mal geht's weiter mit Unter roter Sonne. Ja, da gibt es eine neue Waffe, eine Hose. Wir gucken uns das dann mal in Ruhe an. Dann danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Episode von Furious Let's Play Assassin's Creed Identity. Macht's gut. Ciao.